Da steckt ein Gang gewesen. Aha. Gut, dann pulle ich erstmal alle, die hier sind. Dann kann ich retten. So, jetzt bin ich hier oben und Dann dann. gut gemacht, ne? Man denkt sich, ah ja, da ist ja nichts mehr. Ich habe ja gesagt, hier könnte man gut was verstecken, ne? Weil es halt so verwinkelt ist, aber war dann nichts und dann war da doch was Das versteckt. ist natürlich wild. Man hätte es noch von hier oben, glaube ich, nochmal gesehen. Hier ist so ein Galender. Und dann denkt man sich so, hey, was hat das denn für einen Raum, wenn man aufpasst? Aber das machen die meisten ja nicht. Aufpassen. Genau. Ja, das ist ein genau riskanter Sprung, aber hier geht's nicht weiter, glaube ich. Einfach hier hoch, ne? Nee, es geht Gut, nicht dass man weiter. einfacher runterkommt, ne? Ja. Ja, Das das wäre genauso gut. ging es mir auch. Oder kann man irgendwie. Ja, genau. Durchgucken kann man ja. Wie kommt man denn dann hier raus? So. Ja. Wieder zurück. Nur so. Ist ja Makoto. übel schwer. Na sowas. Ja. Der Kollege ist wieder hier. Ich muss wieder meine Keule ausrüsten hier, das geht doch nicht, ne? Keule. Guck mal, hier ist ein. Ah, schön in den Rücken von oben. Einfach so ein Ninja versteckt, So. der hockte hier einfach. Ja, auch. Mal hier auch noch mal ganz viele. Toll. Na klar, so ein einzelner Zauberer, ne? Kein Problem. Aber wenn dann halt viele da sind, ne? Dann stört's, ne? Das auf jeden Fall. Ja, hier merkt man es vielleicht, ne? Da, weil die Kante oder diese Spalte ist halt voll breit. Und ich denke, hä, dahinter ist doch ein Raum. Hä? Hä? Und keine Bücher im Regal? Was ist das denn? Ja. Naja. Ein übel Warte. viel an Machen wir hier Bücherregalen. Heilung, Ding Dong. Lol, nichts abbekommen. Lol, wirklich nicht. Auch gerade extra darauf Alles klar. geachtet. Also muss man da tiefer im Kreis drin stehen, wa? Dieser Ninja Boy hier schon wieder. Nee. Diese Weirdo-Magier. Jetzt aber. Ja. Mana-Medaillon, das ist ja wichtig. Stimmt. Ich habe das auch immer ausgerüstet. Beide Regenerationen sogar. No. Sehr schön. Ja, ist man richtig Da verwöhnt jetzt steht mit dem wer. vierten Platz, ne? NP, Man nicht. NPC. Ja, man kann nicht mit dem reden. Also ich kann mit ihm reden. Lol. Lol. Das macht gar keinen Sinn.
Also. Ah, nee, da ist wieder irgendein Randy, der jetzt reinkommt. Da spielt doch schon wieder einer rum hier. Ja, ich darf nicht klingeln. Ah, der backt sich schon. Er weiß Bescheid, ne? Ja, der soll mal runterkommen. Ein Own-Mate geholt. Perfekt. Da hinten ist er. Ja. Alter, dieser Spell, ne? Oh, wie oft möchtest du AOE-Schaden machen? Wie schlingert denn hier? Nein. Alter. Yo. Ja. Mit dem Mate zusammen. Feuerritter-Rüstung. Feuerritter. Mensch. Cool. Ah, sie ist schlecht, die Rüstung. Ein Dölci. Ist nach Hause zurückgekehrt. Ja, besser ist das. Geh mal nach Hause, du. Guck mal, hier geht's hoch. Was hat denn jetzt der Bot gesagt, so? Der NPC. Ach so, der hat gesagt, ja, nachdem Lord Moog in seinem Palast gestorben ist, scheint sein Körper zwar kaputt gegangen zu sein, oder gestorben zu sein, aber er ist direkt, seine Seele ist direkt zu Nikola gewandert und der Typ, der hat sich hier verirrt und will irgendwie Buße tun und alles dafür tun, um keine Ahnung, das Fallen von dem zu rechtfertigen, sozusagen. Da ist ein Zauberer noch, ne, bevor du jetzt wegläufst. Ja. Nur gerade gucken, ob hier irgendwo auf den Regalen irgendwas drauf ist. Item, nix, ne? Ne. Ach so. Mit diesem Hexending was näher. Item da. Ne, okay. Lässt sich nicht triggern. Ah, aber da drüben auf dem. Auf der Statue. Also, man kann ja eh hier hoch, ne? Also deswegen, lass erstmal den Zauberer da machen und dann da hoch oder was auch immer das ist für einer. So. Mit einer Robe. Jetzt gerade auf dem Biest drauf hier. Perfekt. Verehrte Geisterasche. Erte? Geist? Mhm. Wie kommt man denn aus Biest drauf? Ja. Aha. Wieso schafft das mein Bubel auch? In der Luft, das Ding, ne? Also. Ey, man kann das da runtergrabben. Wir kommen da hinten eh vorbei anscheinend. Da hoch. Okay. Oh oh, da lädt irgendwer was auf. Ja. Okay. Oh, mal was aufgeladen. So, ein Schlingel. So. Ah, zurückspringen kann man nicht, war klar. Nee. Klar. Na dann. Ach so, ja, und das war's dann hier bei dem NPC-Boy, ja? Oder? Ach so, gab's wirklich keine. Okay, ich dachte, hier wär's noch irgendwie weitergegangen. Gut. Mal weiter rauf, ne? Weiter, Call. Genau. Ist doch nicht, was mein Double da unten macht, aber da vorne der Magier, hier, ne? Keine Ahnung, keine Chance. Okay. Ja. Hi. Wenn du berastet noch komplett aus. Tot. Das ist schon lange der Riff. Hä?
Den einen Buff jetzt nicht gekriegt? Was hast du denn zuerst angemacht? Ich habe erst die Instant-Heilung angemacht und dann direkt. Ach, deswegen, okay. Dann natürlich Verwechslungsgefahr, ne? Mhm, true, true. Aber wenn ich weiß, dass du das immer zuerst machst, dann bleib ich erstmal stehen. In der Theorie. Ja, eigentlich hat das was wichtiger ist, ne? Ja, egal, ne? Wenn ich merke, dass du es auch nötig hast, dann werde ich auf jeden Fall einen dicken Heilungsboy anmachen hier. Also, wenn dir nur ein Fitzelchen fehlt, dann mache ich einfach hier die. Einfach mal direkt an. So. Komm, krieg dann auch Wund. Mach mein Double da. Auch mal random was rumwerfen. So, also direkt Knick. Geil, die drei gleichzeitig gekillt. Oh. Mein Landschaft gelockt. Ah, ich wollte eigentlich die vier gleichzeitig mit dem Sturm von Zamor töten. Mhm. Wir gehen wieder treffen runter. Ja, da kam ich gerade her. Ah. Auf der anderen Seite einfach. Okay. Okay. Jip, 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 genau. Jip, 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 jip. So, weiter geht's. Ach, das One-Tapped auch schon. Okay. Oh ja, die ganzen Gelehrten, die ein Buch lesen. Zu einem anfänglichen Mond. Und dann Kometen. Ja, den Staubsauger angemacht. Schon wieder einen Bestienhorn. Wo lungerst du da eigentlich rum? Was ist da? Also da, wo du die Treppe runtergegangen bist, bin ich einfach auf der anderen Seite weiter. Ne? Also ich weiß nicht, hier, hallo. Aha. Da, hier in den Raum. Drüben geht's auch noch den Steg weiter. Ja, ich wollte halt hier den Raum noch clearen. Ja. Vielleicht ist hier ja was oder so. Ne? Ja. Aber hier ist nichts, also bis auf das Bestienhorn. Aha. Aber kann man ja vorher nicht wissen. So ein Spell zum Mana wiederherstellen, ne? Oh. Oder eine Mana-Rack. Oh. Mhm. Ah. Das wär's so. Ja. Ah, Digga. Ist ja wirklich jetzt hier. Gadi, hach, gadi, 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 ha. So. Die aufpassen, ne? Also hier waren einfach nur zwei kleine Dubis. Hier aufpassen, ne? Hier ist ein Loch. Grab. So. Und hier war irgendwie so ein Datenschild, befreites Schild. Dulantenschild. Aha. Dulantenschild, genau. Der Dulanten, stimmt, das waren ja auch die mit der Doppelachse. Gladiatoren, ne? Ja, das ist auf jeden Fall cool. Mhm. Hier ist wieder so ein. Ja. Wieder ein Mond, ne? Rastet komplett aus. Ja, der hat hier nur Spells zum Ausrasten, hat ja keine normalen. Naja. Boah, guter Shot. Er feuert einfach Artillerie, wohin er kennt da gar nichts, ja. Ja.
Justus. Oh Gott, so ein Kollege. Oh, nee, ich dachte, wir machen Double. Schade. Oh nein. Starsche. Übrigens hätten wir hier schon auf den Fuß springen können, ne? Von der Geisha. Ja. Ja. Das ist auch eine recommended Sache. Ah. Ja. Das war's hier. Hier, guck. Hier muss doch irgendwo versteckte Wand sein. Bietet sich wieder alles an. Ja. So, Füße. Vergorene Füße. Den Popo muss man auch. Ja, matschiges Geräusch auch noch. Geil. Na toll. Bleh. Wie jetzt? Man muss ja ans Gesicht kommen. Da wieder irgendein unsichtbarer Weg oder so. Ja, drüber springen. Ah. Dann kommen wir auch wieder zurück, ne, vom Fuego. Schon, ne? Ja, also ist ja auf jeden Fall ein Fuego. Ja. Randy hat. Wingwacked hat. Nachricht vom Kreuz des Lagerhauses. Hä, warte mal, das Item hängt immer noch zu tief tatsächlich für hier, lol. Da muss man den Cock einmal einen Hieb geben, oder was? Na? Nee. Oh, keine Ahnung. Oder mit Feuer? Feuer zieht sich doch immer so alles zusammen. Die Nerven. Feuer? Ja, müsste ich gerade ausrüsten. Können wir mal testen. Dem Magma-Ding, ne? Ich kann auch hier einen Bauchplatscher nachbomben. Nee. Ich glaube, das ist kein guter. Mach ich jetzt mal. So. Warte. Oh. Den falschen Zauber ausgewählt. Ist ja gar kein Zauber. Ist ja gar kein Fotoknips. Okay. Das Item hängt aber einfach noch da. Nacktplatscher geben. Nee, juckt ihn nicht. Da rechts ist eine Leiter. LOL. Siehst du das? Sehen Sie das? Dort. Aha. In das Bücherregal hinein. Na? Sehr wieder wild. Und da oben am Fenster steht ein Kuckuck. Aber ich sehe auch gerade, wohl eine Etage höher kommt man ja. Übelste Kloß im Hals. Ach, das wäre ja auch gerade. Aber jetzt, da drüben. Auf dem Item im Regal. Da waren wir noch nicht, ne? Wir waren eine. Nee. Oh. Ja. Ja, gut. Kann man die Figur fallen lassen? Ha. Die ist ja da oben so dran gemacht. Ist das eine Möglichkeit? Ich kann nicht so. Also der Sturz darunter sieht auf jeden Fall tödlich aus. Ja, der sieht auf jeden Fall tödlich aus. Also wenn du da nicht stürzt, dann weiß ich auch nicht. Ja. So, und in der Luft beim Runterfallen, das Grabben ist auch irgendwie, weiß ich nicht, komisch. Ja, einfach vor the Lulz, ne? Weiter dort.
Oder meinst du, das Ganze könnte rotieren? Nee, ne? Doch, da muss man, also nee, nicht ganz, aber man, da oben siehst du doch so ein Scharnier oder so ein. Auf jeden Fall kann man das ein bisschen ja bewegen. Aber wenn sich da alles drehen würde. Weil hier links geht es ja einfach nur gegen die Wand so. Ja, alles drehen könnte natürlich auch sein, aber man sieht halt oben, dass das halt von rechts nach links ein Stück fahren kann. Ja. Wo geht's denn hier erstmal weiter? An der anderen Position besser greifen kann. Naja. Kicken wir mal. Da geht's tatsächlich raus. Schnitzelworte wachsen zusammen. Hier lasse ich meinen rechten Arm zurück. Meinen rechten Arm. Ja, macht ja auch Sinn wieder, ne? Ja. Oh, bin runtergefallen. Hack Tour! Hack Tour! Hier an der Ecke, oder was? Willkommen, willkommen. Ja, ich wollte in einem Rutsch, wollte ich auf den Kopf bringen. Wieder Quatsch ist. Sollen wir da rüber springen? Oder kommt von da unten? Dann kann ich ins Regal reingucken, ne? Kommt von da, oder? Ich meine auch. Haktour. Ja, wir sind da in den Nebenraum. Weil die Arme kann man hier so halbwegs hoch zumindest. Ah, dieses matschige Geräusch, ne, das war ja auch richtig fertig. Ah, dann kann man doch sogar hier schon. Hoch, oder? Rutscht. Ich denke nicht. Und dann die Mitte bringen kann? Nee, nee. Ich denke, wir müssen hier weiter. Es geht hier nach links und ich wette, dann kommt man links irgendwo dahin halt, ne, zu den Sachen. Edward mit den kehren Händen, ne? Ja. Achso, die spawnt. Das ist eine Baby-Range. Ja, gut. Allerhop. Allerhop. Hublob. Ja, zitter ich für die Sicherheit. Aber ich darf gar nicht, okay? Wieder irgendein Invader unterwegs oder was? Nee, nicht, das wisst ihr. Ich hab keine angezeigt bekommen. Bis hatte gerade ran. Okay, direkt mal wieder. Ich darf jetzt auch keinen Klingel hier. Scheiße. Oh je, dafür darf ich wieder klingeln. Also ein bisschen wacky ist es wieder, ne? Haktour. Ah, oh, zurückgekehrt, sehr gut. Nice. Deiner hat bei mir wieder Nickel in der Hand und eine komplett andere Rüstung an. Das ist gewollt. Ja, nee. Nein. Ja, genau. So, erstmal vom Mond hier auf den Boden schallern. Junge, 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 wie man dann wegfliegt, ne? Na. Hab's genommen. Der spielt heute nimmer. Da liegt ein Item. Von Megafalter. Hier. Hier ein Whiskey Jump. Für was? Wenn man da nicht später irgendwann hinkommt, aber. Oder von oben. Boah, aber da kann man ja übel gut den Triple Kill abholen. Aha. Oh nein, ich hab das zu früh gemacht. Oh no. Ach man, dieser Ball ist nicht zu kontrollieren. Haben wir die Arti, die ist besser. Ah ja, okay, komm. Keine Ahnung, ja. Ja, ist jetzt. Nee, lassen wir es. Lassen wir es lieber. Ist man da irgendwie auf den Seiten. Ah, oder so. Lol, was ist denn da los? Kugel, Kugel, Kugel. Ich bin weggeschaut. Ja, ich hatte auch so einen krassen Knockback. Ja. Oh Gott. Der Double ist runter. Mach's gut. Ah.
kein Licht an hier. Nee. Okay, jetzt kommen wir hier in den Raum lustigerweise mit dem Item, oder? Ja. Aha. Ja. Geheimritus Schriftrolle ist sogar ein Schlüsselfragment. Hast du die Notiz gelesen eben? Nee, ne, haben wir nicht. Oh, nee. Haben wir nicht. Noch Nachrichten, Kreuzes Lagerhaus, Leder und Schattenturm. Was war's denn? Schattenturm. Nachricht des Kreuzes oder so. Kreuz von des Lagerhauses, okay. Von Sir Ansbach hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Michaelas Spur folgen. Das haben wir doch schon gelesen, oder? Scheint, als hätte das Volk des Bergfrieds das heilige Viertel geflutet, das zum Skadubaum führt, um den Zugang zu versperren. Haben wir das nicht schon gelesen? Hm. Von diesem Lager aus führt zumindest kein Weg dorthin. Vielleicht gibt es irgendwo diesen Bergfried einen anderen Weg zum heiligen Viertel. Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Chance. No. Was ist das jetzt? Heilig sichere eingelegte Leber. Junge, jetzt geht's aber los. Die heilig sichere eingelegte Leber. Ja. Okay. Gut. Wichtiger Exkurs in der Richtung. Na? Die Ragdolls, wie man die hier hinter sich herzieht. Mhm. Mesemark Blut, Blut. Ja, schon ganz nah am Baum dran, ey. Crazy. Ja, ja. Verrückt. Verrückt? Na, verrückt. Hier sind auch wieder richtig viele, ne? Am Lesen. Hm. Oh nee. So. Fähigkeit denied. Ja, ja. Macht dir nichts. Oh. Wieder abgenommen hier. Willst du gerne dieses Katana spielen, ne? Das große. Aber ich habe halt, ich finde ja halt einfach keinen Grund dafür. Es hat halt nichts, so. Oder ich müsste irgendeinen Eis-Katana-Spell da drauf craften, dann vielleicht, ne? Aber dann hat's halt nicht mehr diesen coolen Katana-Zieh-Move und dass du dann los-slashst. Das ist schon wieder so ein roter Kapuzen-Heini. Lol, wer redet da? In der Kapuze. Der ist ja kein Jeschner, ne? By my lord. Would I ever make sense of this jumble? By my lord. Zim. Hier los. Gelehrten Hops nehmen hier. Ah. Oh. Okay. Ist auch gleich nicht vorbereitet. Ja. Digga, nimm doch die Keule hier. Ei, ei. Nein! Sägern! Okay. So geht's mir auch immer. Oh nein.
Schön. Nice. Das war wieder finishen. Schöner Abschluss hier. Und die eckige Rand gekommen. Einschlags dann. Ja. Immer weg ankommen. Das war doch ein Bait, ja. Ach. Die ist ein Anemone. Wenn es irgendwie nicht aussah, ne? Na, aber diesen komischen Kackfeuerball noch nach mir werfen, ne? Das Ganze. Ja. Die werden ja auch irgendwie ganz komisch aus dem Arm geworfen und dann fliegt er erstmal, also 2 Meter vor, die wird er erstmal beschworen. Nee, irgendwie anders labert hier. Sag mal. Oder ist jetzt Buggy? Nee, da labert irgendwie anders über uns oder was? Nicht über uns im Raum. Natürlich auch sein, ne? Die Täuschung so, dass man denkt, oh, der kann man sprechen und dann ist ein Gegner. Oder es war ein NPC und wir haben ihn umgebracht jetzt. Natürlich sein, ne? Mal runtergewechselt jetzt hier. Oh, schon wieder ein Invader, sag mal. Ist doch nicht. Ah, ich kann auch nichts machen gerade. Wir haben noch den kleinen Klötenjungen da. Ach ja. Ah, okay, bin dead. Nice. Ah, da ist ein Feuer. Hm? Darfst du? Nee, leider nicht. Hm. Bei mir ist da gar kein Feuer. Die da labert. Aha. So ein Schlingerling. Hey. Ja. Jo, schnell ist der denn? Was ist der so schnell? Schade. Lol. Lol, Alter, er macht nur diese Spells, ne? Ja. Damit die wirklich schnell sind. Aber warum bekommen wir so viele Wanderer in letzter Zeit? Also es ist ja wesentlich mehr geworden. Man darf ja gar nicht online spielen. Ja. Verrückt. Na ja, gut. Okay. Hm. Egal, ich kann mich jetzt hinsetzen. Hm? Bitte? Ja, bitterisch. So, ich bin jetzt hier unten, ne? Ah, ich bin jetzt hier oben. Hier war da halt kein Fuego, ne? Ja, ich komme mal runter. Warte, wo bist du genau?
Im ganz Außenbezirk unten? Bin ich jetzt noch. Boah, das ist halt das Ärgerliche daran, ne? Ja. Wenn so Wendy dann kommt. Oh lol, sind hier noch viele Gegner. Ach du Kacke. Das war's mit mir jetzt. Ich hab alle gespottet. Die sind alle richtig sauer. Ja, cool. Meine Sammeln. Okay. Vielleicht teleportiere ich mich zu dir runter? Außenbezirk oder was? Erdgeschoss oder dritter Stock? Wie hieß denn das Feuer? Also, sieht schon besser aus. Ich komme klarer. Du kommst klarer. Wer ist klarer? Na gut. Oje. Dann arbeite ich mich langsam wieder mal hier voran. Nach unten. Zu meinen Seelen, die ich jetzt da verloren habe. Wie lange hat der den Mond gehalten? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie so 10 Minuten im Mond verwandelt und dann. Ah, da kommt wer. Oh. Und das Beste. Oh, der meldet sich das erste Mal wieder, dass der Akku vom Headset leer ist. Okay. Ach, das ist nie. Gut. Wie geht's denn hier jetzt nochmal weiter? Yeah. Ach so, ach so. So, da hinten ist nämlich auch noch ein Saurer gewesen. Der ist auch böse, oder wie? Den drehe ich auch erstmal meinen Ding da zurecht. Ah, nice, du machst den gerade. Perfekt. Mhm. Schade, Pfeile. Alter, jetzt mach keinen Quatsch hier. Alter, jetzt ist faul. Nein. Ja, ich hätte den Typen eben machen können, hätte ich nicht aus Spaß ein bisschen rumgetrollt, als der da so rausgeschlichen kam und der da reingeschlichen kam, ne? Und dann. Ja, alles gut. So ein Schlingerling. Mach nochmal Reck an. Ja, weil auch alles langladende Spells, muss man dazu sagen. Ne? Also ich könnte mit dem Bohrer vielleicht halt was machen, aber dann, das ist halt kein NPC, der stehen bleibt und sich staggern lässt dadurch, sondern der rollt dann ja weg. Eben. Kommst du hoch, dann können wir uns wenigstens jetzt hier hinsetzen. Dann hast du hier oben das Feuer. Ah ja. Anstatt da jetzt irgendwelche Keks zu machen, die eh wieder spawnen. Ja. Und hier ist jetzt dieser NPC. Andere Seite, ne? Andere Seite, ja. Ah ja, hier ist der Drago bei mir auch, ja. So, kurz Pipi-Pause, ne? Da trifft sich doch Jod. Ja, Jod, da mach ich mal gerade einen Kaffee, ne? Ist gleich, dann halte ich kurz an. Jo! Aufnahme beenden kann man sogar nur. Oha, okay. Konnte man nicht früher anhalten? Ah, nee, ich habe irgendwas ausgewählt, dass man nicht anhalten.